Warum haben wir gerade so viele Baustellen in Ulm? Die Frage ist ja schon ziemlich leicht zu beantworten. Wir haben halt vor allem verschiedene Baustellen in Ulm. Wir haben Straßenbaustellen, wir haben Brückenbaustellen, wir haben im Bereich der Gebäudebaustellen, also neue Schulen, private Neubauten, die dann entstehen oder Sanierungen. Und wir haben natürlich auch Leitungsbauten, wie zum Beispiel von der Fernwärme oder den Stadtwerken, die Wasserleitungen, Gasleitungen erneuern. Und das hängt alles damit zusammen, dass die Infrastruktur in Ulm in Jahre gekommen ist, dass wir dort einen Sanierungsstau haben in dem Infrastrukturbereich und den müssen wir jetzt nach und nach beheben. Warum wird in Ulm nicht erst eine Baustelle fertiggestellt, bevor die nächste startet? Warum wird die Münchner Straße nicht erst gemacht, nachdem die Gensterbrücke fertiggestellt ist? Dadurch, dass wir so einen hohen Stau an Sanierungen haben in Ulm, müssen wir verschiedene Baustellen natürlich auch parallel abwickeln. Ansonsten würde es eben dazu führen, dass wir zum Beispiel eine Brücke nicht mehr in Betrieb halten können, dass sie gesperrt werden müsste, dass wir eine Straße, die Leitungen zum Beispiel austauschen müssten, weil sie brechen, weil sie zerbersten und dann entsprechend auch zum Beispiel Wasserversorgung nicht mehr funktioniert in der Stadt. Und wir haben in der Münchner Straße natürlich ein Projekt, wo verschiedene Sachen kombiniert werden. Es ist nicht nur ein Umbau zu dem Radwegesystem, sondern es ist auch ein Umbau des Kanals. Also es wird der Kanal saniert in dem Zuge, was man nicht sieht, weil es eben nicht offen, wie man so schön sagt, mit Schlauchleinern gemacht wird. Und wir haben halt uns entschieden, nachdem der Gemeinderat entschieden hatte, dass wir diese Straße umbauen sollen, diese Maßnahme vor der Gensterbrücke abzuwickeln und nicht parallel zur Gensterbrücke. Weil momentan hätten wir das Thema, dass wir natürlich, wenn die Gensterbrücke 2027 fertiggestellt wird, auch noch sehr große andere Baumaßnahmen in Ulm hätten, wie die Adenauerbrücke oder die B10-Wallstraßenbrücke, dass wir eigentlich auch kein Zeitfenster sehen, wo dann keine Baustelle existieren würde. Und wir wollen auch natürlich die Wege auch nach und nach freihalten, die als Umleitungsstrecken dienen könnten. Speziell zur Hauptroute Münchner Straße, werden wirklich mehr Radfahrerinnen die neue Route nutzen? Ganz klar ja, es wird sicherlich so sein. Erstens ist das bisherige Radfahrangebot hier nicht besonders gut. Die Verbindung zwischen Willy-Brandt-Platz und der Neu-Ulmer Seite zum Beispiel, der Gensterbrücke, geht nur sehr verwinkelt über gepflasterte Flächen, rechtwinklige Flächen, 90-Grad-Kurven, verkehrsberuhigte Bereiche, in denen eigentlich Radfahrerinnen und Radfahrer auch Schrittgeschwindigkeit fahren müssten. Wir haben also hier eine Lücke in unserem Radwegenetz und wollen für die Radfahrerinnen und Radfahrer ein direktes und schnelles Angebot bereitstellen, das durchaus auch sicher ist. Ist die Strecke wirklich sicher für Radlerinnen und Radler oder setzt man sie vorsätzlich zusätzlicher Gefahren aus? Die Münchner Straße wird nach dem Umbau sehr sicher für Radlerinnen und Radler sein, insbesondere weil eben dieses Radfahrangebot, was hier kommt, ein Radfahrstreifen ist, der baulich abgetrennt sein wird vom motorisierten Verkehr. Und die sorgen dann dafür, dass eben auch der motorisierte Verkehr nicht auf diese Strecken ausweichen kann und die Radlerinnen eben ein geschütztes Angebot haben. Warum ist das Rechtsabbiegen von der König-Wilhelm-Straße in die Olga-Straße nicht möglich? Das hat den Grund, als wir am 6. März, 7. März die Baustelle eingerichtet haben und die Baustelle eben geplant hatten, wollten wir nur eine Verkehrsführung für die ganze Abwicklung der Baustelle und haben den Gewöhnungseffekt der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, dass es immer gleich bleibt und nur noch einmal verlegt werden müsste von der Ostseite auf die Westseite der Verkehrsführung, auf den fertiggestellten Bereich. Letztendlich ist es so, dass die Verkehrssicherheit natürlich deutlich größer ist, wenn keine feindlichen Verkehrsbeziehungen da entgegenstehen, weil auch der Kreuzungsbereich sehr schlecht einsehbar ist durch die ganzen Barken, die ganzen Bauzäune. Verschwinden auch generell Menschen hinter diesen Bauzäunen und sind nicht so gut zu sehen. Vor dem Hintergrund haben wir uns dann dazu entschieden, eben diese Verkehrsführung beizubehalten. Hat auch mit der Signalanlage an sich zu tun, weil die Umstellung an Signalanlagen immer sehr teuer sind. Dann hätten wir durch eine weitere Umstellung nochmals etwa 100.000 Euro investieren müssen. Im Nachgang muss man sagen, dadurch, dass sich jetzt herausstellt, dass wir tatsächlich nicht nur zwei, sondern vier Wochen brauchen, um an diese Stelle zu kommen, also nach Ostern, geht es wahrscheinlich erst in den Kreuzungsbereich rein. Würden wir die Situation auch anders bewerten, vor dem Hintergrund, dass eben die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die mit dem Auto oder dem Bus oder mit dem Motorrad unterwegs sind, an der Stelle zu starke Verkehrseinschränkungen einhergehen müssten. Letztendlich war es eine Entscheidung, die im Vorfeld der Baumaßnahme getroffen werden musste, mit gewissen Unwägbarkeiten. Und im Nachgang kann man durchaus zum Ergebnis kommen, dass wir uns diese 100.000 Euro vielleicht an dieser Stelle hätten gönnen sollen. Ist die Fahrbahn noch breit genug, damit die Feuerwehr an einem LKW vorbeikommt? Nach dem Umbau wird die Fahrbahn natürlich eingeengt sein, im Vergleich zu heute, wo wir vier Fahrspuren haben. Die Verkehrsstärken zeigen allerdings, dass es durchaus, wie viele andere Straßen hier in Ulm auch, mit einem zweistreifigen Anbau völlig ausreichend ist, den motorisierten Individualverkehr abzuwickeln. Und wir haben halt auch die Möglichkeiten, dass die Feuerwehr
in Ausnahmefällen auf den Radfahrstreifen ausweichen kann. Dadurch, dass das ja nicht die riesigen Borte sein werden, keine Poller dazwischen stehen werden. Aber, das muss man auch ganz klar sagen, die Planung, die wir jetzt hier umsetzen, ist im Vorfeld mit der Feuerwehr und mit den Rettungskräften abgestimmt. Und wir haben an einigen Stellen auch etwas nachjustiert, um den Belangen der Feuerwehr Rechnung zu tragen, und werden das auch im Weiteren mit der Feuerwehr auch abstimmen.